Wenn ich mich recht an den Schlachtplan erinnere, dann wollten sie mit den Aachen von dieser Seite angreifen. Könnt ihr euch vorstellen, aus welchem Grund, Serpentilio? Es scheint hier das Tempelviertel zu sein, wenn man so will. Vielleicht sitzt ein wichtiges Organ der Arche unter dem Tempel der Globbaumauer? Ich denke nicht, dass die nachtblaue Priesterin die Stadt aus der Tiefe zerstören will, oder was denkt ihr? Nun, natürlich nicht. Aber würde man eines ihrer inneren Organe treffen, würde man die Selbstverteidigungskapazität in der Arche empfindlich schwächen. Dann lass Oder uns. vielleicht, ich versuche mal. Kann man von hier eine relativ starke Linie zum Ziggurat in der Mitte ziehen? Dadurch, dass die Ziggurat in der Mitte sowieso steht und die Arme achtgliedrig dann davon ausgehen, du kannst im Prinzip immer die Ziggurat Ja, angreifen. klar, aber würde ich dies als irgendwie besonders gute Schneise einschätzen, oder ist es so wie überall anders Also, auch? du hast auf dieser Seite hast du sowohl den Agrimor-Tempel als auch den Charybdor-Tempel. Und wenn dir gesagt worden ist, und das weißt du auch, dass der Herr der Arche, Arachnor von Scheurina, kein Paktierer ist, dann könnte das die Schwachstelle sein. Ja. Nun, er hat uns bereits erzählt, dass er selbst nur einen sehr wachen Griff über die Stadt hat. Vielleicht sind tatsächlich die Tempel die Schlüssel. Auf jeden Fall könnte er vermutlich, sagen wir, von der blauen Tochter gesegneter Angriff auf Unterstützung aus Ah, erklingen. neue Reisende. Willkommen, willkommen. Seid gegrüßt. Möchtet ihr reinkommen? Wollt ihr den Tempel begutachten? Keine Vor Sorge, welchem wir stehen? beißen nicht. Frage ganz oft, vor welchem stehen wir? Er kam wohl jetzt gerade aus dem Charybdor-Tempel. Warum sehe ich mich nicht um und ihr dreht noch in der Runde? Ihr müsst euch nicht fürchten, keine Sorge, offene Reihergeweide, da kommt man auch so rein. Keine Monster, die beißen oder so. Ihr müsst auch nichts opfern, einfach nur schauen, kommt rein. Es ist nicht so, als wollte ich euch loswerden, aber nun, ich verstehe eure Befindlichkeit. Nein, lasst uns einen Blick riskieren. Dieser Algenteppich, ist das wirklich nur ein Algenteppich? Nee, das ist ein Old Chucho, einer der größeren. Den haben wir sowohl von unten als auch von oben drauf gelegt. Und das draußen ist auch einer. Ist es wahrhaftig ein ganzer, ein einziger Mensch? Also der von unten und von oben, das ist einer, ja. Aber wir haben Faszinierend. mehrere, die dann draußen um die Ankerkette drum gelegt ist. Die werden aber nicht von uns Überaus. kontrolliert. Naja, doch, vielleicht ein bisschen. Es gibt noch unten, gibt es noch einen zweiten Globomong-Tempel. Da haben wir dann keinen Zutritt mehr. Also zumindest ich nicht, aber. Ja, die Krakonier sind ein bisschen rassistisch, möchte ich sagen. Nur für Kiementräger zugänglich, hey? Ich möchte Ja, übrigens, wenn das wir ist ja für die reingehen. Paktierer kein Problem, aber die anderen, wie gesagt, das sind scheiß Rassisten, Mann. Wenn du ein Mensch bist, kommst du da trotzdem nicht rein. Ich möchte im Übrigen ihm, wenn wir reingegangen sind, irgendwie 2 Silbertaler zugesteckt haben oder so, so trinkgeldmäßig. Ja, kannst du gerne machen. Was ist eure Rolle hier? Pilger anwerben. Das habe ich auch getan. Danke für das kleine Geld. Wo pilgern diese Angeworbenen denn dann hin? Ich zeige Ihnen einfach nur ein bisschen die Schreine und erzähle ein bisschen was von der göttlichen Mutter. Das scheint heutzutage schon zu reichen, was? Naja, man möchte ja auch nur offen sein, ne? Wenn jemand den Hafen hier anfährt, dann kann es ja so weit von der Moral nicht weg sein. Und du musst ja auch gar nicht paktieren. Es reicht ja einfach nur, wenn du der maritimen Mutter dann deine Aufwartung machst. Das reicht ja schon. Ein einfaches Gebet. Warum betet ihr sie an? Worum bittet ihr sie? Sie schenkt uns Träume und Visionen. Sie ist für das Meervolk da. Wenn du ein Pirat bist oder generell ein Seefahrer und Ephrat hat dich verlassen, dann versuch's einfach mit Charybdor. Habt ihr denn den Pakt eingegangen? Nein, noch nicht. Habe ich auch nicht vor. Aber ich würde es auch weniger als Pakt sehen. Weißt du, ja, man mag das so bezeichnen, aber eigentlich ist sie die liebende Mutter. Sie umarmt dich. Ja, aber er versteht doch, dass das, was wir einfach mal der Einfachheit halber Pakt nennen, ist eine Transaktion, dessen seid ihr euch gewiss? Nun, sie gibt auch Karma, mein Freund.
In der Tat, was ich nur sagen möchte ist, wenn ihr die Dienerschaft versprecht, hat sie auch etwas von euch. Ihr solltet euch also darüber gewiss sein, dass ihr die Kontrolle über euren wachen Geist zumindest ein Stück weit aufgeben müsst. Naja, gut, aber immerhin bekommen wir was dafür. Wenn du dich Effert anschließt, dann bekommst du halt nichts dafür. Effert kümmert sich nicht darum, ob dein Schiff im Sturm untergeht. Ja, es gibt ja den Spruch, hilft dir selbst, dann hilft dir Fex, aber das gilt viel mehr für Effert. Oh, ich will euch nicht in die eine oder andere Weise beeinflussen. Ich möchte nur, dass ihr eine informierte Entscheidung treffen könnt, wenn ihr so wollt. Aber ist die tiefe Tochter denn da anders? Schert sie sich darum, ob euer Schiff kentert oder ihr mehr ertrinkt? Ja, das ist nicht so ganz einfach. Weißt du, komm, setz dich erstmal. Willst du einen Schluck Tee? Nein, danke. Man muss keine Angst haben, ist nicht vergiftet oder so. Wie gesagt, wir sind eine von den Guten. Unten kannst du dann nur Salzwasser trinken, aber hier alles gut. Hey, aber wenn du nichts trinken willst oder essen oder so, dann setz dich einfach nur hin. So, ja, wie gesagt, wir haben hier so eine kleine Statuette. Es sind viele Tentakel dran, aber gar keine Sorge. Charypterot ist einfach die Göttin der Tiefe. Und das ist nichts Böses. Sie kümmert sich wenig um Menschen, aber wenn du ihr folgst oder wenn du dich ihrer Sache zuschreibst, dann küsst sie dich auch eben mit ihren zahlreichen Segnungen. Tentakeln, ja. Ja. Sie ist im Gegensatz, Effert ja auch, Unnominoro. Sie ist einfach eine Göttin von den Meereskreaturen. War sie schon immer. Ja, auch von den Drachen. Wenn ihr es noch nicht wusstet, sie hat einem Drachen das Leben geschenkt. Sie stand lange Zeit für die Ordnung und hat viele Äonen hat sie auf Alvaran gesessen und über die Meereskreaturen gewacht. Und woher nehmt ihr solch tiefschürfende Erkenntnisse? Na, Visionen und Träume, mein Freund. Von wem kommen diese wohl? Na, von ihr selbst. Und jemand, sie selbst, die ein Interesse daran hat, dass ihr dient, ja? Und sie sagt euch, dass sie eine Göttin ist oder dass sie eine Göttin war? Ja, also, es ist schon schwierig, wie gesagt. Sie war eine Göttin, aber sie wurde verraten. Effert und Nominoro haben ihr den Dolch in den Rücken gesteckt und dann musste sie fliehen. Das Einzige, was ihr eben übrig blieb, nachdem Effert und Nominoro und Alvara waren, musste sie sich eben in den Niederlanden zurückziehen. Seht einmal so, jemand anderem einen Traum einzupflanzen, ist die leichteste aller Übungen, wenn man weiß, wie es geht. Vielleicht solltet ihr nicht nur aus einer Quelle eure Erkenntnisse über das Wesen der Gottheit entnehmen, möchte ich euch damit sagen. Ihr könnt ja auch Effert fragen, was er dazu zu sagen hat. Und was hat Effert dazu zu sagen? Ja, dass er einfach seinen giftigen Dolch in ihre Nieren gestochen hat. Das macht die Gestochene leider noch nicht anbetungswürdig, oder? Nee. Ich habe auch jede Menge Feinde. Habt ihr schon gehört, dass Bahamut befreit wurde? Ach, wirklich? Ich gucke ziemlich bitter, weil irgendwie auf seine Gespräche nicht eingegangen wird und wendet sich irgendwie den Mosaiken zu. Ja, Charypterot war übrigens diejenige, die Bahamut damals eingesperrt hat. Das ist den anderen Göttern nicht gelungen. Weder Effert, noch Nominoro oder Pryos oder Fex. Sie haben es alle versucht. Sie haben versucht, Bahamut selbst zu bekämpfen. Aber nur Charypterot ist es gelungen, ihn wegzuschließen. Da solltet ihr euch mal fragen, warum sie die Böse ist. Heißt das, es macht euch Sorgen, dass der Landverschlinger erweckt wurde? Ja, selbstverständlich, uns allen. Warum habt ihr denn dann nicht bereits die Waffen aufgenommen und seid gegen Darion Palegan ins Feld gezogen? Nur die anderen machen das ja. Die sind schon dabei, dass sie gegen ihn kämpfen. Aber dieser Hafen ist neutral, da dürfen wir nichts machen. Und Arachno von Shaurina hat gesagt, wir dürfen auch nicht gegen die Agenten von Palegan hier ziehen. Ihr werdet nicht zufällig in der Lage, mir ein oder zwei dieser Agenten zu benennen? Na, könnte ich schon machen. Ich weiß noch nicht, ob euch das hilft. Könnt ihr tauchen? Lass das meine Sorge sein. Wenn ihr jemandem nicht vertrauen könnt, dann sind das die Maren. Und die Krakonia. Auch die Homeria.
Das sind alles ekelhafte Rassisten. Alles. Mir scheint, die Diener der Herzogin sind untereinander ebenso zerstritten wie mit allen anderen. Ja, geht das den Rondrianern anders? Oder den Praios-Geweihten? Oder den Fex-Geweihten? Es geht ja nicht mal ihre Mannschaft von Vordermas dann. Also, es gibt hier eine Risso, die heißt Ziku. Und die wohnt aber im unteren Teil der Stadt. Und das ist ein Gerücht. Naja, sie handelt halt mit versklavten Zeliten, aber eigentlich gehört sie zu dem Schwarzachers Xquatsusre. Und der ist wer noch gleich? Die schwarze Priesterin von Maraska. Die sitzt da am Friedhof der Seeschlangen. Ist auch eine ekelhafte Rassistin. Uns hat jemand auf dem Markt angesprochen, ob wir Zeliten kaufen wollten. Denkt ihr, er ist ein... Nun ja, ihr Kontakt mit der Menschenwelt? Ihr könnt hier überall alles kaufen. Also Menschen, Risso, Zeliten. Ihr könnt sogar Achas kaufen, Marus. Ihr könnt sie auch anwerben. Ja, aber darum geht das nicht. Also hat er nicht notwendigerweise mit ihr zu tun. Nicht notwendigerweise, keine Ahnung. Also sie ist halt eine Sklavenhändlerin. Oder er, ich bin mir bei den Rissern nie ganz sicher, wo man hingucken muss. Ekelhaft, diese Viecher. Alles Rassisten übrigens. Ja, das sagtet ihr. Ist das nicht eine rassistische Aussage, alle diese Viecher über einen Kamm zu scheren? Nein, ich bin nicht rassistisch. Aber die Risse sind alle rassistisch. Ekelhaft. Verstehe. Sagt ihr diese Musik? Ist das Krakensäbel? Ja, selbstverständlich. Also. Wollt ihr etwas erwerben? Direkt aus Vajat. Vielleicht später. Wir lassen uns dann den Rest des Tempels noch zeigen. Ja, er ist gar nicht so verstörend, wie man das gerne hätte. Es riecht nach Salzwasser und alles ist sehr feucht. Es gibt hier weniger Archenkäfer. Und man kann dann eben auch diesen Ulchuchu bewundern, der dann eben von unten und von oben dort hängt. Ein paar verschluckte Schiffe oder sowas. Aber keine geopferten Delfine oder so etwas. Das wirst du hier nicht finden. Solomon schüttelt den Kopf. Wisst ihr, was eure Strukturen, eure Anbetung und euer Weltbild angeht, sehe ich die Parallelen zu den 12 göttlichen Kirchen. Aber wisst ihr, immer wenn ich der Werke der Tiefentochter ansichtig werde, wie etwa der blutigen See, wie kann man ihre Herrschaft dann noch für etwas Gutes halten? Nun, die blutige See ist natürlich nicht für Menschen konzipiert. Sie sorgt sich vor allem um die maritimen Wesen. Und die haben mit der blutigen See kein Problem. Ob da jetzt mehr Salz drin ist oder ob man weniger gut schwimmen kann, ob es schwarz ist, ob es stinkt, das interessiert die Tiere alles nicht. Außerdem ist sie die Herrin von allen maritimen Wesen. Egal ob Qualle oder Delfin oder Wal. Nun, die meisten Meereskreaturen leiden durchaus darunter. Also die einzigen Kreaturen sind die hinterhältigen Delfine von Effard. Aber die Delfine haben angefangen. Habt ihr schon mal Fische aus der blutigen See euch näher angesehen? Schmecken gut. Sie ist eben auch eine Lebensgeberin, also sie spendet die Fische, die zu schwach sind, und die können wir essen. Nun gut, dann habt Kommt Dank gerne für noch die mal Führung. Wieder. Kommt gerne nochmal wieder. Wir können uns nochmal darüber unterhalten, wie Effard Charybdis verraten hat. Oder wir reden über die Wasserdrachen. Ich möchte tatsächlich ein kleines Stück Krakensilber erwerben. Oder über den Verrat von Myranor. Ja, kannst hier Krakensilber bei ihm erwerben. Große Statuette oder in Reinform. Nee, eher so jetzt was so in Münzengröße, genau. Ja, bekommst du. Würde das auch sofort auseinanderbrechen, sobald wir aus der Sichtweite sein. Ja, ist direkt aus Vajat. Wer es glaubt. Und draußen regt sich natürlich das auf. Könnt ihr das glauben? So ein hanebüchener Unsinn. Kriegt Träume gesandt und lässt sich davon einfangen. Als ihr nach draußen kommt, könnt ihr sehen, wie vor euch ein riesiger, gewaltiger Darei euch irgendwie über das Deck schlurft. Allerdings kannst du Serpentilio erkennen, dass er wohl eine Charybdis-Wesenheit ist und nicht aus der Logromotion-Sphäre gerufen wurde.
Ein was nun bitte? Ein Darai. Ach, ein Darai, sorry, ja. Faszinierend. Es könnte sich um eine... Nun, ich kann keine Probe nehmen. Gehen wir vielleicht zurück? Ich bin mir sicher, man wird auf uns warten. Oder habt ihr noch etwas vor? Nein, lass uns zurückgehen. Ich denke, wir haben einen ganz guten Eindruck gewonnen. Ich muss definitiv zurückkehren. Diese Bücher stehen, waren sehr verlockend. Habt ihr gefunden, was ihr gesucht habt? Aber ja. Wir werden es uns in Ruhe ansehen, wenn wir auf dem Schiff sind, denke ich. Auf jeden Fall. Ich erinnere mich noch an das letzte Buch, das ihr angeschleppt habt. Noch einmal falle ich auf den Trick nicht rein. Ja, nach grob 2, 3, 4 Stunden könnt ihr dann die Durchsuchung oder die erste Erkundung der Arche abgeschlossen haben. Die andere Gruppe war natürlich viel mit dem merkwürdigen grünen Gottpriester unterwegs und auf seinem Schiff. Aber nachdem ihr die Zeit ein bisschen vergessen habt, könnt ihr dann auch wieder aufbrechen und in Richtung eures eigenen Schiffes stolzieren, wo ihr dann die anderen findet. Oh, das war sehr interessant und aufschlussreich, nicht wahr, Abelmir? Nun ja, es war eine andere Sichtweise auf der... Ilkorasch, das habe ich gelernt. Das heißt so viel wie guten Tag. Wunderbar. Und welchem fragwürdigen Erzdämonenkult seid ihr begegnet? Gar keinem. Wir waren in einem netten kleinen Tempelchen, wo es gut geduftet hat und Blumen geblüht haben. Und ein netter Mensch uns darüber in Kenntnis gesetzt hat, dass er... wie war das noch, dem grünen Gott dient? Ja. Wir waren auch in einem niedlichen kleinen Tempel. Allerdings hören da die gleiche. Die gleiche dennoch schon auf. Er war auch sehr grün. Er hatte eine ganz wunderbare dämonische Algenmarkise. Nun, dämonisch war in dem Tempel, in dem wir waren, nichts. Es hat sich eher angefühlt, als wäre alles Dämonische dort abwesend. Schaut mal, mein Bart hat sogar angefangen. Ein bisschen Moos. Das ist wirklich erstaunlich. Auf dieser Arche? Ja. Aber der grüne Gott wäre, oder was soll das denn sein? Nun, ich weiß nicht. Ich habe gedacht, es ist vielleicht eine Umschreibung für Sumu. Offensichtlich kam dieser Priester nicht von hier, sondern aus der Region jenseits des irrenen Schwertes. Konntet ihr denn etwas auftreiben, das unserem eigentlichen Anwesenheitszweck hier gedeiht? Nun, er wartet auf andere Schiffe, die kommen werden aus seiner Heimat, um diese Arche zu heilen. Das finde ich ein sehr hehres Ziel. Heilen? Ein sehr dummes Ziel. Nein. Eigentlich... Es kann nicht geheilt werden, es ist ein Dämonoid. Es kann nur vertrieben werden. Dummes Macht ist groß. Es kann nur ausgerottet werden. Mit Hilfe der richtigen Formeln und je nach Erschaffungsweise lassen sich Dämoniden wieder in ihre einzelnen Komponenten trennen. Aber sie können nicht geheilt werden. Nun, ich würde dies tatsächlich als Heilung bezeichnen, wenn ihr so geneigt seid. In der Tat. Gab es nicht auch Heilung für die Legion von Jakmonid? Aber mir, erinnert ihr euch? Sie wurden nicht geheilt. Sie wurden nur vertrieben aus ihrem Körper. Nun... Ich würde das anders sagen. Aber was ist mit der Gezeitenspinne? Vielleicht ist das so etwas, das er anstrebt, auch wenn er es nicht erreichen kann. Glaubt ihr wirklich, dass es einen fremden Gott gibt, neben den 12 Göttern? Es gibt mehr Götter da draußen, Abelmir, als ihr jemals gehört habt. Das mag sein, aber habt ihr schon mal von einem grünen Gott gehört? Ja, wie gesagt, vielleicht ist das nur eine Umschreibung für Sumu, weil sie Sumu nicht in ihrer ganzen Wahrhaftigkeit feststellen konnten. Ihr müsst doch nicht immer alles auf Sumu zurückschieben, was ihr nicht versteht. Nun, alles lässt sich auf Sumu zurückführen, jeder einzelne Gott. Wer ist Preios Mutter? Abelmir? Sumu. Götter haben keine Mütter. Und wer ist deine Mutter, Abelmir? Götter haben keine Mütter und Töchter im herkömmlichen Sinn, das müsste euch klar sein. Im Endeffekt ist alles aus Sumu hervorgegangen. Boltax, ich denke nicht, dass ihr nicht hiermit irgendwie vorankommt. Es ist wahr. Warum wollt ihr die Wahrheit nicht einsehen? Weil ihr nicht versteht. Das ist eine Frage, die ich auch schon oft genug gestellt habe. Nun, reden wir über sachdienlichere Dinge. Richtig. Nun, im Kleinen konnten wir einen Agenten des Darion Palygon, genauer dieser schwarzen Eidechse, die wir kennengelernt haben, ausfindig machen. Schon Tag. Verzeiht? Er nennt sich Chontak, nicht wahr? Es scheint eine Sie zu sein.
Eine Rission namens Siku, scheinbar. Sie handelt augenscheinlich mit Zeliten in der Unterstadt, ist aber in Wahrheit eine Agentin. Was die untere Stadt angeht, es gibt einen zweiten Lobomon-Tempel in der Unterstadt, zutreten nur für Wasserwesen. Wir denken, dass dies vermutlich auch dann das Angriffsziel sein wird. Da Virachner uns ja bereits offenbart hatte, die Kontrolle der Arche am ehesten durch Bakterien dieser speziellen Richtung gefährdet wäre. Und es muss nicht erklärt werden, dass die Stadt aus der Tiefe nicht selbst mit den Mitteln zweier Dämonenarchen kaum zu vernichten ist. Entsprechend müssen wir denken, dass sie es darauf angelegt haben, die Kontrolle an sich zu reißen. Das könnte der Grund sein, weswegen sie gerade aus dieser Richtung angreifen wollen, da sich in diesem Bereich die Tempel befinden. Und unser Liegeplatz, wenn ich mich nicht sehr irre. Das heißt, wenn sie kommen, werden wir es wohl als Erster mitbekommen. Vielleicht sollten wir mit Arachno über einen neuen Liegeplatz verhandeln. Wir sollten uns auf jeden Fall Gedanken darüber machen, ob wir uns mit den Archen oder eher mit Seeschlangen auseinandersetzen wollen. Denn hier bekommen wir es zunächst mit den Archen zu tun. Oh, ich würde lieber die Seeschlangen vorziehen. Die haben wir bisher immer gut klein gekriegt. Erinnert ihr euch? Ich lasse sie einschlafen und Rafim haut sie zu Klump. Und also, das machen. Damit ich das einmal richtig verstehe, wir helfen dem Kapitän dieser Arche jetzt, die anderen beiden zu vernichten? In der Hoffnung, dass er uns eine Unterstützung gewährt, ja. Nun, wir sollten das trotzdem verhandeln. Oh, natürlich. Nichtsdestotrotz, Kapitän, so wie ich das sehe, sollen die Seeschlangen deine Ablenkung sein. Uns mit ihnen abzugeben, würden wir nichts tun, außer wichtige Kräfte der Verteidigung der Stadt abzuziehen. Zur Ablenkung hin. Dies erscheint mir unweise. Ich habe mich gefragt, als wir auf diesem breiten Arm oder Bein entlang gingen, wie beweglich sie wohl noch sind. Ihr meint die Stadt aus der Tiefe? Ja, ich frage mich, ob sie nun ja anfangen werden zu rudern, wenn nun ja ein Angriff kommt. Dann wollen wir dort nicht mehr dazwischen sein. Ich denke, selbst wenn diese Möglichkeit gegeben ist, wird der Meister der Stadt nicht die Gebäude, die darauf sind, riskieren wollen. Mir fällt gerade etwas ein. Sind Seeschlangen magische Geschöpfe? Oder sind sie Dämonen oder nicht? Nun, Seeschlangen sind auf keinen Fall rein dämonisch, dafür sind sie zu sehr in dieser Sphäre verankert. Aber schön, dass ihr fragt. Anhand der Tatsache, dass sie alle samt Hörner aufweisen, kann man eigentlich davon ausgehen, ja, das kommt ein sehr langer theoretischer Vortrag, der am Ende mit Nein antwortet. Okay. Aber haben Rinder nicht auch Hörner? Die Frage ist, jetzt seid doch, Bremin. Das triggert dann einen weiteren Vortrag über das Urwesen der Rinder. Es wird super. Die Antwort ist, irgendwann muss Blackerat zusammen mit Rasserat den Platz getauscht haben. Das ist eine interessante These, aber nichtsdestotrotz führt sie jetzt weit ab von dem, was ich eigentlich wissen wollte. Kann man Seeschlangen mit Illusionen täuschen? Ja. Das ist gut zu wissen. Nun, es sind nichtsdestotrotz verschlagene Wesen. Selbstverständlich, es sind gewissermaßen Drachen. Aber genau so solltet ihr sie behandeln. Das ist gut zu wissen, denn so können wir sie ablenken. Überlegt einmal. Einmal mehr frage ich, warum? Lässt sich die Stadt aus der Tiefe mit den Seeschlangen befassen? Ja, aber die Ablenkung für die Ablenkung. Dann, damit rechnet niemand. Wir können unsere Kräfte nicht aufsplitten. Ich denke, gemeinsam agieren. Ich denke, wir sprechen deswegen darüber, weil Boltax gerne Seeschlangen töten möchte. Das tut jetzt nicht die Sache, was er gerne möchte. Ich denke, ich habe auch Hasswulfs Stimme an dieser Stelle. Das tut ebenfalls nicht zur Sache. Und es wäre das Klügste. Ich weise darauf hin, Kapitän, dass ich vermutlich in der Lage wäre, den Algenteppich der Stadt zu befehligen, sollte die Notwendigkeit sich ergeben. Auch wenn ein Paktierer der tiefen Tochter dasselbe versuchte? Ich wege den Kopf einmal nach links, einmal nach rechts. Wir werden sehen müssen. Verstehe. Wir sollten unser
Ich weise auch darauf hin, dass ein solcher gegen Dämonenarchen vermutlich sowieso sehr nutzlos wäre. Wir sollten uns auf die Archen konzentrieren, statt auf Nebenschauplätze. Ich weise nur darauf hin, dass ein Hauptteil meiner Magie hier vollkommen fehl am Platz ist, denn würde ich einen Elementar bitten. Nun. Würde er wohl vom Weg abkommen. Richtig. Es klopft an eurer Tür. Kurioserweise würde ich in der Nähe so viele herein. Tempel auch keine Beschwörung wagen wollen. Verzeiht, draußen steht jemand, der hat euch ein Angebot zu machen. Irgendeins von diesen Froschwesen. Ist es ein Zelit oder ist es vielmehr. Ich habe keine Ahnung, Mann. Geht einmal nach draußen und kümmert euch um den. Oh, vielleicht ist es also ein Leviathan. Wir hätten fragen sollen, ob das Froschwesen etwa 5 Meter groß ist. Mann, geht einmal nach draußen. Leviathan im Ähneln, nicht den Fröschen. Mir würde mich ja jemand nach draußen gehen. Finde schon.